Was ist das für eine Gesellschaft, wenn Sie sie mal beschreiben? Ja, hat die eine Hierarchie? Die Gesellschaft der Sumerer hat eine strikte Hierarchie. Wir beginnen am besten wieder mit den frühesten Texten, denn unter diesen archaischen Texten aus Uruk, die wir eben angesprochen hatten, finden sich im Korpus dieser Wortlisten auch sogenannte Berufsnamenlisten oder Ämterlisten. Und diese Ämterlisten und Berufsnamenlisten sind über Vergleiche mit späteren Listen, die dann sumerisch und akkadisch überliefert sind und daher verstanden werden können, verständlich. Und eine Liste, die bekannt ist unter dem Namen Edelu-A oder Lu-A, Lu ist das sumerische Wort für Mensch, A ist einfach eine moderne Bezeichnung, weil es mehrere solcher Lu-Listen gibt. Diese Liste umfasst eine Vielzahl von Ämterbezeichnungen und die sind hierarchisch geordnet. Und die ersten Einträge umfassen also Bezeichnungen für ranghohe Verwaltungsbeamte, die etwa mit der Rekrutierung von Arbeits- oder Kriegstruppen befasst waren, soweit wir das aus der Wortbildung allein verstehen können, die als Aufseher fungierten über Nutztier etc. Und im allerersten Eintrag findet sich eine Zeichenkombination, die wird immer Nam Eshta gelesen und wird in späteren solchen lexikalischen Listen geglichen mit einem Wort, das man im Akkadischen mit König oder Herrscher wiedergibt. Und dieses Nam Eshta, diese Funktion, vielleicht dieser Funktionsträger, der steht eben an der ersten Stelle dieser Liste. Und man hat argumentiert, dass es sich bei diesem Nam Eshta eben um jene Figur aus der Bildkunst handelt, die in der Uruk-zeitlichen Ikonografie immer als Mann im Netzrock oder Herrscher im Netzrock bezeichnet wird. Der Herrscher im Netzrock ist eine, oder der Mann im Netzrock ist eine Figur, die sich eben durch eine bestimmte Tracht, also eine bestimmte Kappe und eben einen Rock, der durch so einen netzartigen Stoff sich auszeichnet und durchsichtig ist, charakterisiert wird. Und der ist dargestellt in kultischem Zusammenhang, etwa im Kontext von Prozessionen oder Ritualen, die wir nicht so genau verstehen können und die in ihrer Deutung kontrovers sind, oder eben auch in Szenen, die ihn bewaffnet mit Pfeil und Bogen oder mit dem Speer zeigen und die dann offenbar wahrscheinlich als Kriegsszenen zu interpretieren sind. Sind das schon Städte? Ja. Also diese Uruk ist eine Stadt. Uruk ist eine Stadt und man schätzt die Bevölkerung auf 25.000 bis 50.000 Einwohner. Das ist aber viel Einwohner. Für die Zeit. Ist also zu dieser Zeit sicherlich die größte Stadt der Welt oder der bekannten Welt gewesen. Und es kam im Rahmen der urbanen Revolution zur Konzentration von Bevölkerung in urbanen Siedlungen, in Städten, die dadurch immer weiter anwuchsen. Die umherum so Latifundien haben und Ackerbau, Plantagen oder so etwas. Genau, ganz richtig. Den Tempel zuliefern oder der Gemeinschaft zuliefern. Ganz genau. Und Uruk, schätzt man, muss ein Hinterland von wenigstens 6 Kilometern besessen haben, das landwirtschaftlich bearbeitet wurde, um die Bevölkerung überhaupt ernähren zu können. Und die Bevölkerung an sich war so aufgebaut, dass der größte Teil oder ein sehr großer Teil der Einwohner, der arbeitsfähigen Einwohner, abhängig beschäftigt war in großen Wirtschaftseinheiten. Man würde aus der Mitte des 3. Jahrtausends dann extrapolieren, dass das Tempel sind, ist aber nicht ganz klar. Und in diesen Tempeln wurde das Wirtschaftsleben geregelt. Das heißt, die Tempel besaßen die Liegenschaften an Ackerland, besaßen Herden von Nutztieren, das heißt Schafe, Schweine, Rinder etc. Und die Bevölkerung arbeitete auf diesen Liegenschaften im Auftrag der Tempel und wurde im Gegenzug vom Tempel durch ein Rationensystem versorgt. Rationen, das heißt, es wurde Gerste ausgegeben, es wurde Wolle oder Kleidung ausgegeben, Öl, Textilien, Mehl, Bier. Man kann also von einer Komplettversorgung sprechen. Und innerhalb dieser Beschäftigten, dieser abhängig Beschäftigten, gibt es natürlich eine ganz klare Hierarchie. In Abhängigkeit davon, welcher Berufsgruppe jemand angehörte, erhielt er eben eine höhere oder weniger hohe Ration und besaß eben einen höheren oder weniger höheren Status. Und man hat schon in dieser Zeit eine Gesellschaft, die fast so ausdifferenziert ist wie unsere. Das heißt, Sie können sich vorstellen, es gab alle erdenklichen Handwerksberufe, Arbeiter, die Ärzte, Astronomen,
Astronomen noch nicht in der frühen Zeit. Das kommt dann erst später im zweiten Jahrtausend auf. Aber die Gesellschaft war klar hierarchisiert, strukturiert, ausdifferenziert und zeichnete sich durch eine Arbeitsteilung aus. Und diese Arbeitsteilung und die Spezialisierung von Teilen der Bevölkerung auf bestimmte Handwerke machte es ja erst möglich, die Kultur gewissermaßen voranzubringen, da nicht mehr die gesamte Bevölkerung unmittelbar in der Nahrungsgewinnung beschäftigt werden musste. Nun, wenn Sie so ein Paradies sehen, ja, das plötzlich so viel produziert und so viel mehr Nachkommen haben kann, ja, und zwischen, wie es in der Bibel heißt, zwischen vier Flüssen liegt, Euphrat, Tigris und noch zwei weiteren Flüssen, und das ist das frühe Mesopotamien. Nicht? Dann löst das ja Begehrlichkeiten aus. Ja? Wenn man das erobern könnte, als berittene Nomaden, als Nachbarschaft, ja? Als Räuberarmee, ja? Hätte man was. Ja, es war auch seit frühester Zeit immer ein Problem für die urbane Zivilisation in Mesopotamien, dass eben weniger weit entwickelte Völker, insbesondere aus dem Sagros, aus den östlich angrenzenden Gebieten, hereingekommen sind und versucht haben, sich dort festzusetzen mit kriegerischen Mitteln. Also man muss sich verteidigen von Anfang an. Ja, natürlich, natürlich. Geht man selber auf Eroberung aus? Müsste man doch eigentlich nicht, wenn man hier sozusagen also Latifundien ringsherum hat, die dem Tempel dienen, ja? Oder führt der Bevölkerungsüberschuss dazu, dass man sich ausdehnen muss? Also die Sumerer haben kaum expansive Kriege geführt. Erst gegen Ende des dritten Jahrtausends mit dem Reich der dritten Dynastie von Ur, also etwa 2100 bis 2000 vor Christus, kommt es dann dazu, dass sumerische Armeen tatsächlich auch in die angrenzenden Gebiete ziehen, mit dem Ziel, dort zu erobern und eben Beute zu machen. Aber das muss man infolge des Reichs von Akkad sehen, das im 23., 22. Jahrhundert eben ein Modell geschaffen hat für einen ersten Territorialstaat auf mesopotamischem Boden, das immerhin für ein bis anderthalb Jahrhunderte erfolgreich war. Und die Sumerer haben sonst keine Kriege geführt mit dem Ziel, angrenzende Gebiete zu erobern, denn bis zum Ende des dritten Jahrtausends ist der geografische Horizont der Sumerer sehr begrenzt. Und die kriegerischen Auseinandersetzungen, die Sumerer geführt haben, die entluden sich in erster Linie innerhalb ihres eigenen Kulturraumes. Sumer war immer eine kulturelle Einheit, aber nur selten eine politische Einheit. Und Sie müssen sich vorstellen, dass die vielen urbanen Zentren, Städte im heutigen Südirak alle ihre eigene Tradition hatten, lokale Eliten hatten, einen lokalen Kalender hatten, ein lokales Pantheon hatten. Und diese lokalen Eigenheiten, die standen immer im Widerspruch zu den Bestrebungen, die dann ab der Mitte des dritten Jahrtausends aufkommen, größere territoriale Staatsgebilde durch Kriegszüge eben zu errichten. Jetzt gibt es zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt, ja, und nach Verlagerung des ganzen Zentrums der Attraktoren nach Norden, ja, Assyrien. Mhm. Das ist ja nicht identisch. Ja? Nein. Ganz und gar nicht. Auch eine andere Sprache. Ja, das Assyrische ist aber ja. Aber die Keilschrift ist die gleiche. Die Keilschrift ist im Prinzip die gleiche. Die Keilschrift wird in der Mitte des dritten Jahrtausends von Akkadern oder von Semiten adaptiert zur Wiedergabe einer semitischen Sprache, also einer flektierenden Sprache, die wie unsere Sprachen veränderliche Wortbasen oder Wortstämme kennt, angepasst und zu einer Wortsilbenschrift weiterentwickelt. Und jetzt dieses Assur. Ist ja berühmt, dass es zunächst einmal wie landwirtschaftlich ist, dann wie eine Handelsnation aussieht, dann mehrere hundert Jahre, ja, keine wesentlichen Nachrichten zu kommen scheinen, und dann tritt es in Erscheinung als die aggressivste Militärmaschine der Antike. Ja, kann man das sagen? Ja, das kann man vielleicht so sagen, ja. Und wie sind die bewaffnet? Was haben die? Die haben doch Streitwagen, die haben lauter neue Sachen. Ja, nicht? Haben die Bronzeschwerter? Nein. Ja, Bronze. Später kommen Eisenwaffen auf. Man kann das natürlich so pauschal nicht sagen, denn die assyrische Geschichte,
Wenn man jetzt die altassyrische Zeit beiseite lässt, in der Assur ein Stadtstaat war, der Handelskolonien bis nach Anatolien unterhielt. Die Geschichte von Assur als Land beginnt eigentlich in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends. Und damit beginnt auch die expansive Politik. Und bis zur Mitte des ersten Jahrtausends ändert sich natürlich auch die Militärtechnik also 500 ganz wesentlich. Vor Christus. Ja, 600 vor Christus. 600 vor Christus. Geht das Assyrische Reich unter. Und das zweite Jahrtausend vor Christus, die erste Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus, war geprägt von Armeen, die im Wesentlichen aus Fußsoldaten bestanden. Der Pfeil und Bogen spielten eine wesentliche Rolle. Die Schleuder aus einem einfachen Riemen aus pflanzlichen oder tierischen Fasern hergestellt, die man über dem Kopf schwingen konnte, war eine wesentliche Waffe. Man kämpfte mit Speeren zum Schleudern, mit Lanzen, mit Schwertern und Äxten für den Nahkampf, trug Rüstungen, die aus Leder und Bronze bestanden, Bronzeplättchen, also Aufwiesen, also Schuppenpanzer waren und entsprechende Kopfbedeckung. Und Streitwagen, gibt es die schon? Die Streitwagen kommen dann in der Mitte, in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends auf. Und die Streitwagen zeichnen sich dadurch aus, dass es eben sehr leichte Fahrzeuge sind. Karren, ja? Nicht, also Wagen wäre ja vier Räder, eine Karre hat zwei Räder. Ja, ist leicht, ja? Ja, der Wagen ist leicht, er hat zwei Speichenräder, die Laufruhe gewährleisten, die stabil sind, die ihn geländegängig machen. Er hat einen sehr leichten Wagenkasten, in dem Fahrer und Wagenkämpfer stehen, eventuell noch ein Schildträger. Er wird gezogen von Pferden, die ausgebildet werden, eigens für diese Aufgabe als Streitwagenpferd. Man kennt Ausbildungsmanuale aus dem hethitischen Bereich, aber auch aus Assyrien. Und diese Wagen entwickeln sich zu einer durchschlagenden Waffe, weil sie eine hohe Geschwindigkeit aufwiesen. Sind wie Panzer eigentlich. Nein, ja, aber wirken anders als Panzer. Ja, sie wirken anders. Also der Wagen war im Prinzip eine mobile, bewegliche und schnelle Plattform für einen Bogenschützen, der einen Kompositbogen trug. Also einen Bogen, der aus einem Verbund von Holz, Sehnen, Horn und Leim so zusammengesetzt war, dass er eine besonders hohe Zugkraft und Durchschlagskraft hatte. Und ein solcher Wagenkämpfer schoss dann von dem Wagen aus voller Fahrt im Idealfall, im indirekten Schuss, seine Pfeile ab und bildet den Teil einer größeren Einheit aus mehreren Wagen. Und Sie können sich vorstellen, dass so eine große Wageneinheit von 50 oder 100 Wagen, die den Feind umkreist und Hagel von Pfeilen abfeuert, also in kürzester Zeit eine Streitmacht, die aus Fußsoldaten besteht, niedermachen kann. Ja, ja. Und dieser Streitwagen blieb dann die Elitewaffe gewissermaßen bis in die erste Hälfte des zweiten Jahrtausends, als man Martingale und Steigbügel entwickelte und dann Aufgaben, die zuvor die leichten Streitwagen übernommen hatten, von der Kavallerie übernommen werden konnten. Aber immer noch ist das dann im römischen Zirkus später, nicht? Und bis Byzanz hin, ja? Ja, da, als Sportart dann. Ja, ja, aber überlebensfähig. Nicht mehr für Kriegszwecke, aber für Wettbewerbszwecke. Ja, 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 ja. Aber diese Szenen, an die man dann denkt aus Filmen, an denen die Wagen dann solche Sicheln an den Achsen haben, mit denen sie dann durch die gegnerischen Reihen fahren, also das hat es im alten Orient so nicht gegeben. Für die Zeit Fantasie. Das hat es bei den Assyrern nicht gegeben, nein. Nein, 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 nein. Das ist einfach die Geschwindigkeit. Ja? Naja, das ist zum einen die Geschwindigkeit, die den Wagen schützt, weil er selber schwer anzugreifen ist, schwer zu treffen ist. Und zum anderen ist es natürlich die Durchschlagskraft des Bogens. Und dann eben die Taktik, dass man nicht mit einem einzelnen Wagen fährt, sondern dass man größere Einheiten bildet, die dann also einen ganzen Pfeilhagel auf den Gegner niederschwirren also lassen. Ist das ja eine ganz große Gleichgewichtsleistung, dass man die Pferde zunächst mal dazu bringt, sich vor Wagen, solchen Karre spannen zu lassen, nicht? Und zu gehorchen. Ja? Das machen diese Fluchttiere ja nicht von selbst. Ja? Sind ja keine Angriffstiere in dem Sinn. Ja? Das Zweite ist, man muss sozusagen lernen zu stehen, ja? Nicht? Wenn man Bogen schießen will. Auf dem Wagen, in voller Fahrt. Wagen, der sich bewegt und irgendwie ein sehr unsicheres, also so ein fahrbares Grundstück darstellt. Ja, sozusagen. Ja? Da muss man erstmal können. Ja? Und dann noch Zusammenarbeit.
ja? Kooperation. Mhm. Mhm. Dabei darf man nicht vergessen, dass diese Wagentruppen nicht gestellt wurden von den einfachen Wehrpflichtigen, also den Personen, die, wenn wir über die sumerische Zeit gesprochen haben, eben in den Tempeln arbeiteten, sondern das ist gewissermaßen die Elitewaffe und das ist die Oberschicht des Heeres und je nachdem, in welchem Raum, in welcher Zeit sie sich bewegen, gibt es da also tatsächlich sowas wie Kriegerkasten, die eben in erster Linie tatsächlich dieses Kriegsgeschäft vom Wagen aus betreiben. Die besitzen die Wagen sind Eigentum, die sind nicht zwangsläufig Besitz des Staates, der ausgegeben wird, wie sonst Waffen aus den Arsenalen ausgegeben werden an Wehrpflichtige und anschließend wieder eingezogen werden, sondern das sind tatsächlich Wagen, die den Wagenkämpfern gehören. Und da kann man vielleicht am ehesten noch von einer Kaste sprechen, wobei ich den Begriff schon ungern verwende. Nein, aber nehmen wir mal Besitzer von Eigenschaften, ja, von besonderem Können. Dann hätte man die Schreiber, die doch offenkundig, so wie Sie es beschreiben, mit Leidenschaft, fast drogenartig, ja, schreiben. Ja, also als ob sie Einwohnermeldeverzeichnisse, Warenverzeichnisse, ja, alles, was man aufschreiben kann, Herrscherlisten und so weiter, es ist sowas Schönes zu schreiben. Ja, und das können diese Spezialisten, ja, kann ein Laie der Antike nicht. Ja? Nein, nein, ein Laie kann das nicht. Also ein Schreiber, der durchläuft eine längere Ausbildung, die über mehrere Jahre andauert. Und wir wissen aus literarischen Texten, dass Schreiber bis ins Mannesalter in die Schreiberschule gingen. Das Mannesalter ist dann der Zeitpunkt, an dem der Mann Bartwuchs bekommt, geschlechtsreif wird und eben dann als erwachsener Mann angesehen wird. Wir wissen, dass diese Ausbildung mehrere Jahre andauerte. Mit Schreiberschule ist damit allerdings nicht gemeint, ein konkreter Ort, wie wir das heutzutage kennen, sondern diese Ausbildung, die fand vermutlich im Rahmen der Familie, in den meisten Fällen im Rahmen der Familie statt. Die Kenntnisse wurden vom Vater auf den Sohn, vom Vater an den Sohn weitergegeben und insgesamt stellen die Schreiber natürlich nur einen ganz kleinen Teil der Gesellschaft dar und in Abhängigkeit davon, was das Ziel, gewissermaßen das Berufsziel eines Schreibers war, konnte er die Ausbildung eben weniger lang oder eben länger durchlaufen. Und die Schreiber, die die täglichen Verwaltungsakten, Eingänge, Ausgänge von Gütern, Bilanzierungen, Inventuren oder vielleicht auch Prozessurkunden schrieben, die hatten sicherlich auch eine mehrjährige Ausbildung, aber die Meisterschreiber, die dann also auch literarische Werke verfassen oder weiter tradieren, kopieren konnten, die haben sicherlich die längste Ausbildung genossen. Das sind mehrere kooperative Leistungen, die neu sind. Ja? Also das Schreiben als ein Beispiel, ein Netzwerk, ja? Im Militär, ja? Die militärische Kooperation, die jetzt jedem anderen Kampfhaufen, ja, überlegen erscheint, ja, dann die Städte selber sind ja kooperative Gebilde, ja, nicht nur, wenn sie gebaut werden, ja, sondern auch, dass man so auf engem Raum zusammenarbeitet, ja, wahrscheinlich gibt es dann die Kultur als Stressabbau, ja, nicht, weil diese enge Berührung ist ja auch irgendwie sehr schwierig durchzuhalten, ja, sodass also eine Fülle von kooperativen Erfindungen eigentlich die Stadt ausmacht. Die Stadt besteht nicht auf umbautem Raum, ja, sondern auf Invention. Und von Gott gewollt. Ja, sicherlich, ja, sicherlich. Jetzt brauchen sie auch einen Zusatz an Religiosität. Von Gott gewollt. Das zusammenzuhalten. Von Gott gewollt ist die Stadt im Alten Orient sicherlich, denn die Stadt kommt vom Himmel herunter mit dem Königtum gewissermaßen. Ja. Und die Stadt ist auch das, was, oder die urbane Lebensform ist auch das, was das Selbstverständnis des Altorientalen ausmacht. Das ist nicht das Selbstverständnis, ich bin Assyrer oder ich bin Sumerer oder ich bin Akkader, sondern es ist die Identifikation mit der urbanen Lebensweise in Abgrenzung zu der nicht-urbanen Lebensweise. Einer der unseren. Genau, ja. Und der Kulturraum, der endet gewissermaßen hinter der Stadtmauer oder hinter dem Hinterland in dem Gebiet, in dem dann Nomaden und Halbnomaden wohnen, die sich nie integrieren lassen. Wenn das jetzt nicht mobil wird, also die mobil gewordene Stadt mit Waffen, ja, die wäre das her? Ja, ja, wenn Sie das so wollen,
Können Sie das sagen? Also es ist natürlich immer die Frage, gewalttätige Auseinandersetzungen kennt man natürlich schon viel früher, aber die müssen sich natürlich oberhalb des militärischen Horizontes bewegen, um davon zu sprechen, dass es ein Heer ist und nicht eine Razzia eines Stammesverbandes oder so. Und das Kriegswesen im alten Orient zur Zeit der Keilschriftkulturen ist natürlich immer durch eine Qualität charakterisiert, die oberhalb des militärischen Horizontes liegt und die also, wenn Sie so wollen, natürlich mit dem Phänomen der Stadt verbunden ist. Wenn Sie drei Sachen sagen, die Ihnen besonders auffallen, ja, an diesem frühen Mesopotamien, an dieser, kann man ja sagen, ersten Zivilisation. Naja, es ist die Erfindung der Schrift, es ist die urbane Lebensweise und es ist diese ausdifferenzierte Gesellschaft, auf deren Grund dann tatsächlich alles weitere festgefügt ist. Und die Gesichter sehen aus wie bürgerliche Gesichter um 1600 bereits. Ja? Sie sehen überhaupt nicht mehr barbarisch aus. Sie sehen nicht bloß typisiert aus. Das wissen wir nicht. Es gibt keine Porträtdarstellung im alten Orient. Also in Einzelfällen bei Herrscherbildern wird häufig gesagt, dieses Herrscherbild hat porträthafte Züge. Aber die sind gerade stilisiert. Aber ja? Im Allgemeinen gibt es keine porträthaften Darstellungen. Also Darstellungen sind immer typisiert, ja. Ah, ja. Ja. Aber es gibt Gesichter, die auffällig zivil aussehen. Ja? Was meinen Sie mit zivil? Zivil meine ich bürgerliche Gesichter von Menschen, die nicht nur arbeiten. Ja, also es gibt agrarische Gesellschaften, die sehr hart durchs Jahr über arbeiten müssen, der Sonne ausgesetzt sind, ja, im Grunde so ein leichtes Fett anzusetzen, gar keine Zeit haben, ja, während sozusagen ein bürgerlicher Arzt, ja, ein Wissenschaftler, wenn er in die Jahre kommt, ja, ein Händler, ja, der kann schon anders aussehen, ja, der kann sozusagen dieses weiche Napoleonsgesicht annehmen. Mehr sozusagen zur Kindlichkeit hin, ja, und auch zum leichten Fettansatz hin. Jetzt weiß ich, was Sie meinen mit quasi ein in Anführungsstrichen menschliches Gesicht und nicht mehr ein heldisches und nicht das eines arbeitenden Menschen annehmen. Das Problem ist, dass wir ganz wenige Darstellungen besitzen von einfachen bürgerlichen Menschen, ja und der Großteil der Darstellungen von Menschen sind natürlich in den Bereich der höfischen Kunst zu weisen. Das heißt, man hat Herrscherbilder. Und die sind natürlich schon stilisiert, je nachdem, wo sie herkommen. Wenn sie eine akkadische Metallrundplastik eines Herrscherkopfes sich anschauen. Stilisiert und genau, mit markanten Wangenknochen und so einem. Kühnheit und ja, kühn und vielleicht ein bisschen aristokratisch, dann sieht es doch ganz anders aus als das Rundbild eines sumerischen Fürsten Gudea, der eben doch, wie Sie schon sagten, leicht napoleonisch. Aber Menschen bei der Mahlzeit, da gibt es so Bilder, ja, nicht? Und beim Bier, ja? Ja, das gibt es natürlich. Die haben dann diese komischerweise Gesichter, die in unsere heutige Zeit, ja, oder in den 20er Jahre des 20. Jahrhunderts ohne weiteres passen würden, die von Otto Dix nachgemalt werden könnten. Sie meinen jetzt Bankettszenen und sowas. Fahren Sie da auch hin und forschen im Feld? In Syrien gibt es eine Reihe von Ausgrabungen, gerade in den letzten Jahrzehnten. Und, hört jetzt auch auf, ja. Ja, ist auch problematisch, wobei Syrien in den letzten Jahrzehnten deutlich wichtiger geworden ist und man hat sehr viel neue Befunde aus verschiedenen